Ja, moin zusammen bei einer neuen Folge von Betreutes Schrauben. Heute wieder mit der Sphera von Svende. Hier steht Heldin drauf auf dem Schlüsselanhänger. Ich halte es eigentlich eher für Hexerei. Fängt auch mit HE an, ich weiß nicht. Svende wollte mal wieder schieben. Also wollte nicht, aber musste, weil sie wieder nicht angesprungen ist. Wo sie gestern damit noch eine Tour gemacht hat und dachte sich dann heute so: Ja, stark, fahre ich einfach hin, gucken wir nochmal. Auf halbem Weg war es auch immer wieder aus. Bin ich hingefahren, habe die Kerze rausgedreht. Ja, Kerze war trocken, habe ich die Kerze sauber gemacht, wieder reingedreht, haben wir gestartet, ist wieder angesprungen. Ja, wie funktioniert das? Keine Ahnung. Also ich glaube immer noch, dass es jetzt ein Problem mit der Spritversorgung ist, obwohl wir den Unterdruckschlauch hier gewechselt haben. Ich werde heute nochmal den Vergaser freilegen, dann werden wir uns mal unten an der Schimmerkammer da was anschließen und gucken, ob da ordentlich Sprit kommt. Und wenn da ordentlich Sprit kommt, ja, dann werde ich den Vergaser nochmal zerlegen müssen, weil ich dann das Gefühl habe, dass irgendwas in der Düse nicht stimmt oder wie auch immer. Den Choke wollten wir noch testen. Ich habe heute Morgen mal im Sphera-Heizer-Forum gefragt. Gesagt, so, wir machen mal ein bisschen interaktiv heute. Was soll ich denn alles noch ausprobieren? Weil der Roller läuft eigentlich. Wir haben den Endantrieb hier gemacht, die Vario-Rollen gewechselt. Das ist wunderbar. Also, Svenne sagt auch, er zieht super durch. Er ist auch richtig, richtig schnell. Der Sito-Auspuff ist ja neu. Da ist kein Blindrohr dran, kein nichts. Ne? Und wie gesagt, technisch ist es einwandfrei. Bloß ab und zu geht er einfach mal aus. Und da musst du warten. Und warum musst du warten? Fließt dann irgendwo Sprit nach? Oder ist das eine Choke-Geschichte? Läuft er dann einfach zu fett? Ich weiß es nicht. Also, immer noch nicht. Und heute versuchen wir dem mal ein bisschen näher zu kommen und damit fangen wir jetzt mal an. Ja, wir haben den wieder mal gestrippt jetzt. Wie das funktioniert, könnt ihr euch in den anderen Sphera-Videos mal anschauen. Wir schauen jetzt quasi von der rechten Seite Fahrtrichtung in den auf den Vergaser drauf. Wir fangen jetzt mal an, uns die Bauteile hier abzumachen. Fangen jetzt mal mit dem Choke hier an. Jetzt sind quasi zwei Schlitzschrauben. Am besten ist eigentlich, wenn man sich erstmal dieses Plastikkäppchen hier abzieht, glaube ich. Den Choke wollen wir auch noch testen. Mal gucken, ob wir das gleich im Video irgendwie sehen. Genau, so. Der Choke hat natürlich eine elektrische Verbindung zum Roller. Die ist hier ziemlich lang. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Und die kommt. Irgendwo muss ein Stecker sein. Der Stecke. Wo ist denn der Stecke? Ah. Oh. Ja, jetzt habe ich es hier kaputt gemacht. Das war nicht der Stecker, also nicht der Original jedenfalls. Ziehen wir uns das mal hier durch. So. Das war mit so Kabelpresstüllen hier gemacht. Das gehört natürlich auch nicht so. Das mache ich nachher wieder schön. So, das heißt, das sind hier zwei Schlitzschrauben, die machen wir einfach hier raus. Die halten den Choke einfach nur oben im Vergaser drin. Passt auf, dass die euch nicht irgendwo reinfliegen. Ah, sage ich jetzt hier so einfach, ne? Ich mache die aber beide auf und ziehe den Choke einfach mit den Schrauben raus, wenn das funktioniert. Obwohl, die halten, glaube ich, nur eine Klammer fest. Ja, das ist gefährlich. Nehmt die Schrauben raus, weil sonst landen sie euch irgendwo, aber nicht da, wo ihr sie haben wollt. So, also Choke raus, Choke weg. Den legen wir uns gleich mal auf die Werkbank und gucken uns das mal an. So, jetzt haben wir hier so schöne Schraubklemmen, die den Vergaser hier am Ansaugstutzen halten. Den Ansaugstutzen gucken wir uns gleich auch nochmal an, wenn wir schon dabei sind, ob der irgendwie rissig ist oder so. Ich habe gesehen, oder Sven und ich haben gesehen, dass die Schraubklemme vom Luftfilter hier hinten, die war irgendwie gar nicht da, wo sie hingehörte. Die sitzt viel zu weit hinten. Das kann Nebenluft bedeuten. Mögen wir natürlich auch nicht. So, jetzt machen wir uns den Benzinschlauch ab. Da habt ihr ja letztes Mal schon diese Mega-Vollkatastrophe gesehen. Ich weiß gar nicht. War das bei deinem Sven denn, ne? Ach nee, es war bei dem anderen Roller von Basti. Da habe ich mir den Spritschlauch abgezogen und alles ist überall hingegangen, nicht in das Tuch, was da lag. Das war super. Also es war überhaupt nicht super, aber es ist halt leider so passiert an dem Tag. Das Witzigste ist, ich habe vorher halt noch drüber gesprochen. Gesagt, so neunmal klug, ja, passt bloß auf. Und auf einmal sprang der Schlauch von der Schelle runter und es war alles versaut. So, dann machen wir uns den hier mal vorsichtig ab. Cool, ich halte hier das Tuch jetzt einfach mal davor, damit man nicht sieht, was ich hier hinten fusche, ne? Geil, oder? Wie Sie sehen, sehen Sie gar nichts. Ja, genau. Komm her, Hasi. Ja, meistens muss man ja ein bisschen in eine Schruwe Trecker irgendwie noch. Ja, große Angst. Moment. Ich habe davor wenig Angst, aber vor Sprit im Auge habe ich Angst. Hatte ich nämlich schon mal.
Das ist überhaupt nicht zu empfehlen. Sieht man den Schraubendreher hier überhaupt? Ja. Okay. Ah, ey, guck mal hier. Boah. Ich sage dir, Sven, der filmreif, ne? So, jetzt tropft hier quasi der... Träumsche. Jetzt tropft hier quasi der Sprit, der jetzt hier noch im Schlauch drin stand. Der tropft jetzt hier einfach runter. Das heißt, der Schlauch ist jetzt leer. Der Lappen kann mal draußen weiter stinken. Tschüss. So. Jetzt haben wir den ab. Oh, der Ölschlauch. Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ölschlauch ist immer was, was irgendwie mega schwer drauf und mega schwer wieder zusammengeht. Also mega schwer ab und mega schwer wieder zusammen. So, Unterdruckschlauch vom Benzinhahn. Also das, ich hatte Sven vorhin gefragt, ob sie weiß, ob wir den alten Schlauch verwendet haben oder einen neuen. Das ist der alte hier. Also der ist auch schon sowas von knüppelhart. Ich werde mal nachher gucken, ob ich da noch irgendwas in weicher finde. Das stecken wir uns jetzt alles mal nach hinten hier irgendwie weg. So, jetzt müssen wir uns den Gasschieber hier noch rausbauen. Das ist auch eine Schalitzschraube. Wer hat die denn festgemacht, Svende? War ich das? Ja. Mutmaßlich. Ich würde mal behaupten, ja. Du würdest mal behaupten, ja. Ja, Mist. So, immer hier vorsichtig, ne, gerade rausziehen, damit nichts kaputt geht. Ne. Das ist sehr empfindlich hier alles. Diese Schraube hier ist auch gut wegzulegen. Also diese hier, das ist die, die das oben quasi festmacht. Und jetzt haben wir hier quasi den Gasschieber mit der Nadel. Sieht man das? Ja. Habe ich in meinem letzten Video gesagt, also schneide ich gerade. Sieht man das, meine Lieblingsfrage? Sieht man das überhaupt? Sieht man überhaupt noch was? So, aber immer schön, wenn man zu zweit filmt, dann sieht man, sieht einer, dass der andere was sieht oder dass die Kamera was sieht. So, jetzt machen wir uns, habe ich die schon aufgemacht? Habe ich eben schon aufgemacht, ne? Die ist doch schon weit genug offen. Oh, der Ölschlauch. Oh, ich habe keinen Bock auf den Ölschlauch. Wieso ist das zweitakt? Meine Güte. Ich nehme jetzt auch mal hier einen Schraubendreher zu Hilfe. Versuch da mal mit. Auch das geht, aber heute ist ein guter Tag. So. Kann man das hier sehen? Hallo. Mhm. Aha. Hallo, hallo. Das sieht ja lustig aus, wie ein Elefantenrüssel. So. Da könnte jetzt noch Öl rauskommen, deswegen ja, legt euch den hier irgendwo hin, wo ihr das Öl nachher abwischen könnt. So. Jetzt sind wir eigentlich schon so weit, dass wir hier hinten den Luftschlauch vom Luftfilter abmachen können. Den dann hier vorne aus dem Ansaugstutzen ziehen, den Versorger. Dann haben wir ihn in der Hand. Schön. Boah, ist der wieder dreckig geworden, Sven. Wir hatten hier doch erst ein Ultraschallbad. Ja, ist traurig, wie schnell sowas geht, ne? So. Dann haben wir den, wie ich in den anderen Videos auch gesagt habe, die Schwimmerkammer ist ja voll, ne? Das heißt, wenn ihr euch den hinstellt, dann stellt ihn bitte mit der Schwimmerkammer nach unten. Also, ne, Schwimmerkammer ist ja genau das. Also der tiefste Punkt des Vergasers, stellt ihn euch am besten auf ein Tuch drauf oder so, ne? Wie? Achso, warte mal, mit dem Fokus müssen wir jetzt mal gucken, ob das klappt. Ne? Also die Schwimmerkammer ist ja hier. So rum ist der Vergaser richtig rum. Und hier ist die Schwimmerkammer, hier ist der Sprit drin. Hier ist der Pinöpel zum Schwimmerkammer leer machen. Und deswegen stellt ihn euch so auf ein Tuch, ne? Damit er euch nichts versaut. Ich habe ja meinen guten Sesamring noch hier liegen, will ich ja gerne mal essen. So. Das ist bei dem Vergaser aber auch wirklich schwierig, weil er diesen Pinöpel hier unten hat. Muss eine Aufzugmusik hier einspielen. Nee, aber er steht jetzt da. Wunderbar. Ja, jetzt ist ja eigentlich nichts mehr zu tun. Das Einzige, was wir jetzt hier noch tun, ist den Ansaugstutzen abmachen. Das ist auf der einen Seite eine Schlitzschraube. Und warum ist das so? Weil, ach meine Güte. Wir keine andere mehr hatten? Nee, weil die normalerweise abgedreht ist. Das ist eine Abreißschraube, damit du den Ansaugstutzen nicht abmachen kannst. Und dann habe ich da mit dem Dremel einen Schlitz reingedremelt. Erinnerst du dich noch? Mhm. Ne? Und dann sieht das Ding so aus. Schön. So, auf der anderen Seite ist es ein 8er Sechskant. Also rate ich jetzt mal von der Größe her. Machen wir uns mal auf. Ja, machen wir uns mit der Knarre auf. Auch zu fest angedeutet irgendwie. Mit der Knarre und der Verlängerung machen wir uns den auf.
Geilste, ich schneide es ja nie raus. Das heißt, du hörst es immer sowieso alles 10-mal hier. So. Ach, guck mal, auf einmal geht es ganz einfach. So. Wichtig, ne, wie immer, wenn ihr den Ansaugstutzen abmacht, ihr guckt jetzt gleich in das Kurbelgehäuse hier rein, ne? Deswegen, wichtig, schmeißt da nichts rein! Also, was Svende sagt. So, das war jetzt der Ansaugstutzen, das ist hier noch der Membranblock. So, wenn wir den raus haben, dann, ne, ab jetzt bitte hier nur noch mit OP-Besteck. Das heißt, was heißt OP-Besteck? Ich nehme jetzt einfach mal, was nehmen wir denn? Das, was man immer nimmt, ein Ceva. Es gibt natürlich auch ganz viele andere Hersteller von hochwertigen Küchentüchern. Ne? Charmin und wie heißt das? Ach, die Videos gucken sich da wirklich 50 Leute an, da kann ich ja sagen, wer die will. So, rein damit. Nicht so weit rein, dass ihr später nicht mehr rauskriegt, aber so weit rein, dass, falls Dreck reinfällt, er oben auf dem Tuch liegen bleibt. Wir sind fertig. Stellen die Kamera mal um und gucken mal, was wir jetzt noch irgendwie erreichen können an den Teilen, die wir gerade ausgebaut haben. So, ich habe jetzt hier mal einen Choke-Versuchsaufbau. Der Choke liegt jetzt quasi hier. Und das Messingröhrchen habe ich jetzt ja mehr oder weniger so da dran gelegt, dass man sehen kann, dass dieser Schaft, der diese Nadel hält, also rechts ist dieser Metallschaft, der wahrscheinlich auch aus Messing ist, und links ist diese Messingdüse. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Ihr braucht einfach nur den Choke an eine 12-Volt-Batterie anzuschließen. Ne? Polarität ist egal, weil er kriegt von der Lichtmaschine eh Wechselstrom. Das heißt, ihr könnt das einfach anschließen, wie ihr wollt. Und das dauert natürlich ein bisschen. Da ist Wachs drin. Das Wachs wird erhitzt. Und wenn sich dieses Wachs erhitzt, wird dieser Kolben quasi rausgedrückt. Und ich habe das jetzt gerade mal angeschlossen. Wir haben die Batterie ja eh ausgebaut. Wir haben das Helmfach ausgebaut. Und deswegen, die Batterie lag eh jetzt hier auf dem Tisch. Und ja, Sven, der guckt schon ganz gespannt. Man muss es nicht unbedingt sofort sehen. Es kann ein paar Minuten dauern, weil es dient ja dazu, dem Roller in seiner Warmlaufphase eben ein bisschen mehr Sprit zu geben. Und die dauert ja nicht nur ein paar Sekunden, sondern die dauert unter Umständen, wenn es kalt ist, irgendwie, ja, wie lange wird es dauern? 2 Minuten, 3 Minuten oder was? Und dafür ist das eben da. So. Also wir sehen jetzt hier, dass der Choke wirklich ja einwandfrei funktioniert. Man kann jetzt hier sogar dieses schwarze Stück sehen rechts. Also die Messinghülse ist jetzt komplett draußen. Die Nadel viel weiter links als vorher. Und das Messingstück, was wir zum Messen drunter gelegt haben, ist deutlich überfahren worden. Das heißt, der Choke arbeitet einwandfrei. Man kann natürlich mal ausprobieren, ob der Choke überhaupt Strom bekommt. Das hatte der Pitt im Heizerforum auch noch geschrieben, dass man auch noch gucken soll, ob der auch wirklich elektrisch dann ordentlich angeschlossen ist. Das werden wir gleich mal probieren, ob da, wo der Choke dran kommt, beim Motorlauf auch überhaupt Spannung ankommt. Aber der Choke funktioniert und jetzt machen wir mal mit den anderen Teilen weiter. So, jetzt haben wir die Teile hier rumliegen. Ne? Hier ist der Membranblock. Der sieht eigentlich noch ganz gut aus, aber was ich gesehen habe, ihr könnt den Membranblock ja testen, wenn ihr ihn gegen das Licht haltet. Mache ich mal gerade. Ich kann da ein bisschen Licht sehen, aber Sven ist eben mit 60 vor mir im Garagenhof vor mir hergefahren. War ich schon beeindruckt. Im Kreis, also im Garagenhof im Kreis mit 60. Deswegen würde ich sagen, wenn es läuft, liegt es nicht am Membranblock, der hier eventuell ein bisschen durchlässig ist. Kann man irgendwann mal tauschen, kostet nicht viel. Ansaugstutzen ist der originale, ich glaube, das ist der gedrosselte. Vielleicht kann das hier mal drunter schreiben. Ich glaube, der große hat ein bisschen mehr... Ja, mehr Durchlass hier. Ich glaube, das ist der mit dem kleinen Durchlass. Und ist aber nicht schlimm. Solange die Karre 60 läuft mit Svende drauf, ist eigentlich okay, oder? Absolut. Also, ne, das sollte dann reichen. Deswegen, die beiden Teile sind auch, die habe ich mir auch schon mal angeschaut. Und jetzt haben wir hier quasi den Versager. Also, ich glaube, dass es daran liegt, deswegen nennen wir ihn jetzt einfach mal Versager. Die Schwimmerkammer ist jetzt noch voll. Deswegen steht der auch hier so, wie er steht. Unten ist ja dieser kleine Pinöpel dran, wo man den Sprit quasi rauslassen kann. Und jetzt
Was ist denn hier schon wieder los? Brückst du das Mikrofon gerade? Mhm. Ist zu laut. Das ist in deinem T-Shirt drin. Darf das da drin sein? Ja, das ist okay. Ich glaube schon. So, ja, ich sehe ja noch an den Ausschlägen hier, dass es das aufnimmt. So, jetzt kann ich wieder mal wieder das so nicht machen, wie ich will. Dreht euch diese Schraube hier auf. Ne? Die drehe ich mir jetzt hier mal auf, indem ich den Handschuh hier davor tue. Magic. So, dreht euch die auf. Und wenn ihr die Schraube aufdreht, dann sollte eigentlich irgendwann da unten anfangen. Ah, da fängt es schon an zu tropfen. Ne? Der Moment, wo der Elefant das Wasser lässt. Siehst du also der Vergaser. Ist das entspannend hier? Geht das auch ein bisschen schneller? Scheint kein Zick für so ein Geschiss. Ja. Oh. Vorbei. Vorbei. Eine kurze Vorstellung. So. Jetzt, ja, was machen wir jetzt? Wir machen jetzt einfach weiter. Ha. So, Sven, pass mal auf. Jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt legen wir uns hier wieder mal ein Tüch drunter. Lass mal weg. Ich meine, man kann es ja sehen hier, was wir hier machen. Ich wollte eigentlich nur so ein Quick and Dirty hier machen. Die Vergasergeschichte habe ich bei dem anderen Roller ja schon mal gezeigt. Wenn ihr euch das Video von dem Gilera Runner SP mal anschaut, was auch auf meinem Kanal hier ist, dann seht ihr, wie man so einen Vergaser ordentlich zerlegt. Ich meine, ich zerlege den hier auch ordentlich, ne? Keine Frage. Aber da erkläre ich halt noch, was ist. Die Leute, die hier Sphera fahren, die wissen sehr wahrscheinlich besser als ich, was hier Phase ist. Ich hatte jetzt eben noch mal geguckt im Sphera Heizer Forum, was denn die Originalbedüsung ist für den Vergaser hier. Ich weiß doch gar nicht, welcher Vergaser das ist. Ob das ein 14er ist oder ein 12er, woran misst man das denn? Ist das hier dieser Einlass? Nee, das ist der 14er. Das ist der 14er Vergaser. Also steht da jedenfalls drauf. Das ist, glaube ich, auch ein Delorto. Ja, ist ein Delorto Vergaser. Delorto steht quasi hier unten über der Schwimmerkammer drüber. Kann man das da lesen? Kann man da überhaupt was erkennen? Sieht man da überhaupt was? So. Machen wir uns die Schwimmerkammer mal ab. Es ging nämlich darum, dass ich mich gefragt habe, ob es vielleicht daran liegt, dass er zu fett läuft. Dass er deswegen irgendwann dann ausgeht oder was weiß ich. Das sehen wir jetzt gleich, wenn wir auf die Hauptdüse schauen. Die Hauptdüse hat eine Größe von 60. Und 60 ist das, was ich eben im Internet gesehen habe, ne? Hatte ich ja gerade gesagt. Mhm. Ja? Das heißt, das ist okay. Ich will den gar nicht weiter auseinanderbauen. Leute sagen immer, schmeißt die noch nicht mit den ganzen Dichtungen ins Ultraschallbad. Sag ich immer, ja, warum denn nicht? Was soll passieren? Ultraschall greift ja keine Dichtung an, weil es ist ja kein Lösungsmittel drin. So, jetzt müssen wir uns aber hier den Schwimmer mal ausbauen. Das Schwimmernadelventil sieht eigentlich auch noch gut aus. Ne? Das Schwimmernadelventil ist das, was hier oben quasi drauf ist. Dieses winzige kleine Rakete, habe ich letztes Mal gesagt. Und wenn das oben aussieht wie eine Rakete, dann ist es auch in Ordnung. So, das heißt, ich nehme jetzt dieses Gehäuse hier und dann schmeißen wir uns das mal ins Bad. Und das gucken wir uns dann mal an, wie das aussieht. So, Badewasser ist eingelassen, hat jetzt 44 Grad von 50, muss auch mal irgendwann reichen. Ich hatte ja letztes Mal die Befürchtung gehabt, dass das mega den Ton hier übersteuern würde, wenn man das anmacht. Ist aber gar nicht so. Das ist nur bei uns super laut. Das ist wirklich extrem laut, aber auf der Kamera geht das eigentlich hier. Und jetzt schmeißen wir uns die Sachen hier einfach mal wieder rein. Schwimmerkammer. Hui. Ah, I love it. Und den Versager. Und jetzt? Die Badeente fehlt noch. Ja, Sven hat recht. Die Badeente fehlt. Aber irgendwas, was Schaum macht. Aber wenn Schaum da wäre, würde man nichts sehen. Wir lassen das jetzt einfach mal so. Lass es einfach mal 10 Minuten köcheln. Und ich mache euch da einen Zeitraffer von. Dann könnt ihr gleich sehen, wie dreckig das Wasser ist. Und dann holen wir das wieder da raus. Dann bauen wir das alles wieder zusammen und hoffen, ob es besser ist. So, das war jetzt genug hier. Das reicht. Ich mach das Bad mal aus. Boah, Ultrasonic ist jetzt offline. So. Jetzt holen wir uns den raus.
Und wenn ihr die Möglichkeit habt, wichtig ist ja, ihr wollt kein Wasser im Vergaser haben, weil Wasser im Vergaser gehört da einfach nicht hin. Ich habe den jetzt eben noch ein bisschen abgebürstet, während der hier so drin lag. Das ist natürlich nur außen. Außen ist nicht wichtig. Was wichtig ist, ist innen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, macht ihn mit Ultraschall mit Luftdruck trocken. Mache ich jetzt und danach bauen wir das wieder zusammen. So, ich mache hier mal weiter. Den Vergaser jetzt hier wieder rausgeholt, mal ausgeblasen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, also nehmt euch die Düse raus. Normalerweise nehmt ihr die Düse raus. Das war jetzt hier Fusch. Ja, das ist aber deswegen Fusch gewesen, weil ich dachte, so, ey, dann kann es nicht liegen. Ja, wie geht der Düsenstock eigentlich raus? Geht der überhaupt raus? Da bin ich jetzt mal gespannt. Bei dem Vergaser hier, nee. Der sitzt da drin. Ich meine, irgendwie muss er ja da reingekommen sein, ne? Also, das interessiert mich jetzt mal wirklich. Kann man den hier rausdrücken, ohne was kaputt zu machen? Ich habe Angst. Also eigentlich, er kann ja nur, er hat keinen Ansatz für ein Werkzeug oder so, ne? Also normalerweise, es gibt Vergaser, ich sag mal normalerweise, aber es ist natürlich überall anders. Ja, es gibt Vergaser, da fällt einem der Düsenstock dann quasi entgegen. Ne? Der muss ja irgendwie da reingekommen sein. Aber er hat keinen, ich kann hier nicht mit dem Schraubendreher ansetzen oder so, keine Ahnung. Ja, das heißt, ich kann nur jetzt gucken, dass die Düse durchgängig ist. Das heißt, ich halte hier gegen das Licht. Und sehe so, yo, es ist alles rund, da ist nichts drin. Das heißt, ich drehe mir die Düse wieder rein und den Düsenstock, ja, da hoffe ich jetzt, dass der Ultraschall sein Übriges getan hat und den mit sauber gemacht hat. Wir können jetzt hier die Nebendüse auch nochmal rausdrehen. Ja, normalerweise macht man das, bevor man das ins Ultraschallbad tut. Heute mal andersrum. Heute machen wir mal QS. Wir lassen es alles mal drin. Und gucken dann, wie gut es geworden ist. So, holen wir uns mal raus. Ich meine, ey, das ist eine Düse, ne? Was soll da passieren? Ja, ich halte das mal gegen das Licht. Ist auch rund. Rund ist gut. Ne, weil wenn es rund ist, dann ist da kein Schmutz mehr drin, der irgendwie da diesen Kanal verengt oder verjüngt. So, drehen wir uns mal wieder rein. Hätte man auch mal mit dem Schraubendreher machen können, der hier passt, dann wäre es einfacher gewesen. Müssen wir nicht immer umsetzen. So, Sven lacht schon ins Fäustchen, denkt so, was macht der denn schon wieder? So, jetzt kommt unser Schwimmer wieder hier rein. So, dafür gibt es. Nein! Wo ist er hin? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Notfall! Ja, das ist natürlich jetzt super, ne? Jetzt steht das Stativ hier von der Kamera. Geil, das ist wieder so live. I love it. Das ist wieder so live. Jetzt habe ich gerade dieses das Teil runtergeschmissen, mit dem der Schwimmer im Vergaser eingehängt wird. Ich hab's. Ich finde es beeindruckend, mit wie wenig kinetische Energie manche Bauteile Strecken zurücklegen, wo man denkt, ne, das kann eigentlich gar nicht sein. So, jetzt setzen wir uns das hier wieder ein. Sven, der macht die Kamera QS. Ja, ist ok. So. Ne? Das bitte überprüfen hier, ob das funktioniert. Das ist genau das, was der Schwimmer machen soll. Ne? Der Vergaser ist jetzt ja upside down, das ist jetzt die Unterseite, die wir hier haben. Und wenn hier Sprit kommt, dann geht der Schwimmer hoch und macht zu. Ne? Und deswegen gucken, ob das hier leichtgängig funktioniert. Das tut es hier. Jetzt kommt die Schwimmerkamera wieder drauf machen. Und zwar ist hier eine Vertiefung drin. Und diese Vertiefung kommt dieses Teil hier. Sieht man das überhaupt noch? Mhm. Ja, sehr gut. Du sagst uns was, ne? Ja. Also kann er nur so kommen. Hier, zack. Zwei Schrauben. Ey. Boah, diese Lasertipps hier einmal zugebissen haben, dann bleibt das aber auch so. Die Schraubendreher sind echt genial, muss ich sagen. So. Oh, ist das so schepp, hey. Na geht. Ich fand, du hattest ein bisschen viel Standgaswende, ne? Ja, der Reifen dreht sich, ne? Ja, ziemlich schnell sogar. Ziemlich schnell sogar. Das heißt, wir gehen jetzt mal hin. Standgas ist ja. Moment, ich zeig dir mal mit Schraubendreher drauf. Und zwar hier ist ein Pin. Mhm. Ne? Und dieser Pin ist nichts anderes als das Ende dieses Rädchens. Und dieses Rädchen sorgt dafür, dass der Gasschieber, den wir eben rausgebaut haben, quasi immer ein bisschen oben ist.
Ne? Das heißt, immer so, als würdest du ein bisschen Gas geben. Das heißt, ich drehe den jetzt einfach mal ganz kleines bisschen zurück. Nicht viel. Was habe ich jetzt gedreht? Weiß ich nicht. Eine halbe Umdrehung, allerhöchstens. Das heißt, es ist auf jeden Fall weniger als vorher. Wir können es gleich mal testen, irgendwie, bevor die Verkleidung dran ist. Dann stellen wir uns das Standgas mal ein. So. Und jetzt bauen wir den Vergaser wieder dahin, wo er hin soll, nämlich ins Moped, beziehungsweise in den Roller. Ja, jetzt bauen wir uns den Vergaser mal wieder ein. Das heißt, als erstes, wir holen uns das Tuch aus dem Kurbelgehäuse wieder raus, setzen uns unseren Membranblock wieder ein. Der geht nur in eine Richtung. Ja, das heißt, wenn ihr versucht, den falsch rum einzubauen, werdet ihr merken, ja, das passt vorne und hinten nicht. Das schützt euch davor, den falsch einzusetzen. Membranblock kommt wieder rein. Ich habe gerade eben in meiner Funduskiste, in meiner Sammelbox, meine zweite 25 mm oder 30er sind es hier, glaube ich, weiß es, ich habe es nicht gemessen, Schraube zu besorgen, die hier auch mit dem 8er Sechskant hier anzutreiben ist, weil das einfach besser ist als dieser geschlitzte Krempel, den ich hier vorher hatte. Das heißt, wir machen uns die beiden Schrauben jetzt wieder rein. Kurbel, 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 Kurbel. Eine Seite, nächste Seite. Und dann suchen wir mal den 7er Antrieb, 8er Antrieb hier. So. Also das war jetzt quasi der Membranblock zusammen mit dem Ansaugstutzen. Ja, macht erst eine Seite ein bisschen fest, dann die andere Seite ein bisschen fest. Also viel fester als handwarm muss das ja nicht werden. Ja, überdreht euch die Schrauben bloß nicht, weil das ist der Motorblock, an dem ihr hier quasi die Gewinde habt. Nicht zu fest. Nach fest kommt Gewinde kaputt. Den Choke haben wir auch neu angeschlossen. War mit so, ja, so Presshülsen quasi einfach dran. Hatte aber auch einen Stecker. Ich habe die Presshülsen jetzt mal erneuert. Den Luftfilterkasten, der ist jetzt auch bombenfest. Der saß noch mit der hinteren Schraube. Habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Schande auf mein Haupt. Draußen wird gebrüllt. Was geht denn da ab? Tor für irgendwen. WM. Jetzt habe ich die vordere Schraube auch hier reingedreht. Ist ja auch aus dem Fundus irgendwie irgendeine. Das heißt, wir setzen uns den Vergaser jetzt hier wieder rein. Ist natürlich jetzt ein bisschen tricky, weil wenn der Luftfilterkasten jetzt fest sitzt, dann muss ich mal schauen, wie wir das am besten machen. Eigentlich muss ich irgendwo schon drüber. Ich gehe mal hinten über den Luftfilter schon mal drüber. Setze mir dann den Vergaser hier vorne in den Ansaugstutzen ein. Das klappt. Der Ansaugstutzen hat eine Aussparung. Die ist ganz, ganz oben auf 12 Uhr. Und da setzt die Nut des Vergasers ein. Das heißt, es gibt quasi eine Endposition dafür. Das werdet ihr sehr schnell sehen, wenn ihr hier oben drauf schaut. Und genauso muss das dann auch werden. Jetzt drehen wir uns hier unsere wunderschöne Rohrschelle wieder zu. Von der Seite hier ist es ein bisschen mühsam, aber jetzt kann man nichts erkennen, wenn ich da mit meinem Astrakörper davor, Astral, Entschuldigung, Astralkörper davor stehe. So, das ist gut. Das fühlt sich gut an hier. Hier wackelt auch nichts mehr. So, jetzt holen wir uns unsere Schelle, die, wie ich ja eben gesagt habe, schon ein bisschen. Also die war nicht da, wo sie sein sollte, ne? Das heißt, die hat sich auch irgendwie mal dahin fortbewegt und das hat sie wahrscheinlich deswegen getan, weil der Luftfilter eben rumgewackelt hat. Das sorgt natürlich auch dafür, dass man hier die Gefahr hat, dass man sich Nebenluft zieht, was man natürlich auch unter keinen Umständen haben will. Das heißt, wir setzen die jetzt wieder dahin, wo sie hingehört. Jetzt, wo der Luftfilter fest ist, kann der Vergaser eigentlich auch nirgendwo mehr hin, wo er nicht hin soll. Beziehungsweise das ganze Gebilde, was wir jetzt hier haben, kann sich auch gar nicht mehr so verziehen, dass diese Schelle hier abrutscht. Aber das gefällt mir sehr. Wichtig ist, wenn ihr diese Schelle hier anzieht, die am Luftfilter, an der Luftfilterseite, guckt, dass euch die Schelle unten nicht abhaut.
Das kann passieren. Ne? Das heißt, die Schelle muss unten immer genau da sitzen, wo ihr sie angesetzt habt. Weil wenn ihr dann oben weiter dreht, dann dreht sich das unten quasi weg und ihr lauft Gefahr, dass ihr euch das Zwischenstück zwischen Luftfilterkasten und Vergaser kaputt dreht. Ne? Deswegen immer aufpassen, dass die Schelle auch weiterhin beim Zudrehen da sitzt, wo ihr sie hingetan habt. So, wir machen weiter mit dem Ölschlauch, würde ich mal meinen. So, mache ich ihn über oder unter den Choke? Ich habe unter den Choke, weil das Choke-Kabel hängt ja noch hier auf der anderen Seite. Kann man jetzt, glaube ich, nicht sehen, Sven, oder? Ja, nicht so richtig. Ja. So, der Ölschlauch ist jetzt hier drauf. Ich habe jetzt keine Klemme dafür. Schande, Schande. Ich mache gleich einen Kabelbinder drauf. Nehmt keine Kabelbinder. Ich nehme Kabelbinder. Nehmt keine Kabelbinder, ich nehme trotzdem Kabelbinder. So, der Choke ist das höchste Teil hier. Das heißt, wir machen erstmal weiter mit dem Gasschiebe. Das heißt, der kommt hier rein. Und zwar kommt der mit... Also ich habe das ja vorhin gezeigt. Hier, sieht man das ja, ne? Ja. Das ist die Standgaseinstellschraube. Und hier ist eine Kerbe. Und die Standgaseinstellschraube drückt den Gasschieber ja einfach nach oben, wenn ihr die reindreht. Und diese Kerbe, diese große Kerbe, muss quasi auf diese Seite. Ja, das geht auch nur so rein. Schön gerade reinsetzen, ganz wichtig, nicht verkanten. Dann kommt das Hütchen hier oben wieder drauf. Und dann kommt diese Spezialschraube, wo ist sie? Ja, so spezial ist sie aber nicht. Aber ich hätte, glaube ich, so eine nicht nochmal da. Ich kann natürlich auch irgendeine andere Schraube nehmen, aber das ist natürlich immer das Schönste, wenn man das Original wiederverwenden kann. Ich hatte mir doch eben alles Werkzeug zurechtgelegt, bis auf den einen Schruvetrecker hier. Moment. Tolle Vorbereitung hier. So. Also Schlitzschraubendreher runterdrücken hier. Und die Schraube wieder eindrehen. Ja, auch nicht zu fest. So, jetzt wackelt hier gar nichts mehr. Jetzt könnt ihr mal am Gasgriff ziehen und gucken, ob das wieder zurückgeht. Ja, man hört es unten auch, es schnappt wieder zurück. Unten ist ja die Feder, die den Gegendruck dafür erzeugt, dass der Gasgriff wieder zurückgeht. Es arbeitet einmal frei, das heißt, wir haben es richtig eingebaut. Das ist schon mal super. Und jetzt machen wir uns den Choke wieder drauf. Dafür hatte ich ja auch zwei Schrauben hier. Hier sind sie. Alles auf dem Trittbrett. Schönes Sammelsurium. Ich meinte eben zur Svende so, guck mal hier Svende, was wir hier alles liegen haben. Wir haben keine Angst, dass wir das wieder richtig zusammenbekommen. Ne? Ja. Habe ich einen Blick geerntet, das war schon witzig. So, das ist falsch gedreht hier. Wichtig ist, dass ihr natürlich drankommt an diesen Knebel hier. Das heißt, ihr müsst euch den Choke eventuell ein bisschen drehen, ja, damit ihr an die Schrauben von oben mit dem Schraubendreher wieder drankommt. Setzen wir uns den hier ein. Das ist, ja, müsste aber gehen. Also ein bisschen fummelig hier. Weil ich jetzt natürlich auch nicht hier vors Kamerabild latschen will. So, gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich fange mit der hinteren Schraube an, weil die sah irgendwie schwieriger aus. Ich mache mal lieber die schwierige Seite zuerst und dann die einfache. Das ist das Erfolgserlebnis besser. So. Ach, die schwierige ist gar nicht so schwierig. Dann wird die einfache ja noch einfacher sein. Ja. Magneto. So, rein mit dir. Wie immer. Hier ein bisschen festdrehen, da ein bisschen festdrehen und dann... Also der Endanzug. Der Schraubendreher klingt ein bisschen zu groß hier. So. Klappt aber. Jetzt haben wir hier quasi noch diese Tülle, die wir vorher abgenommen haben. Das heißt, Tülle ist einfach nur ein Plastikstück, was hier die Kabellage auch ein bisschen vor der Umwelt schützt. Schützt deine Umwelt. Schützt dich vor der Umwelt. So. Machen wir uns jetzt hier noch drauf. Ja, genau. So. Der Choke ist ja frei drehbar hier in seiner Fassung. Deswegen kann man sich das hier so drehen, dass das dann hier drauf passt. Das hat hier eben ein bisschen gehakt an der Schraube von der Rohrklemme hier. So, jetzt sitzt das alles wieder. Jetzt holen wir uns unseren Spritschlauch wieder nach vorne.
Setzen den hier drauf. Zapp. Dann nehmen wir unsere Klemme hier. Eine wunderschöne Schlauchklemme. Schieben uns die wieder nach vorne. War die Pranke im Weg, ne? So. Sehr gut. Und dann wieder 7er und fest. Nur ein bisschen klemmen hier. Passt schon. So. Unser Unterdruckschlauch, wollten wir den nicht eigentlich neu machen? Svende. Du hast gesagt, er sei sehr fest. Ich habe gesagt, er sei sehr fest. Wir machen ihn neu. Wir machen ihn neu. Ich gucke erstmal, ob ich was da habe, wo wir das neu machen können. Moment. Der grüne Schlauch ist mega. Ja, Svende sagt gerade, der grüne Schlauch ist geil. Wir haben den Unterdruckschlauch nämlich jetzt ausgetauscht, weil der Original-Unterdruckschlauch, als ich den am Benzinhahn abgemacht habe, am Benzinhahn logischerweise abgemacht habe, habe ich hier zwei Teile in der Hand gehabt. Das heißt, der war schon angebrochen am Benzinhahn, also an der Unterdruckseite. Und der ist so hart, ich glaube, wenn man versucht, den hier in der Mitte einfach mal zu biegen, würde der auch irgendwann brechen. Das ist wie so eine Lakritzschlange jetzt hier irgendwie, ne? Wird jetzt hier schon weiß. Ah, nee. Nee, ist gut, dass er weg ist. Also was ich jetzt machen würde, wäre, mal versuchen, den Motor anzulassen. Das machen wir jetzt auch mal. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Ich hole jetzt mal eine Batterie. Das machen Svende und ich jetzt mal im Teamwork. Ja, ach so, was noch wichtig ist zu erzählen, Leute, ne? Wo sind die Schrauben von der Bakterie? Hier. Lasst einen Motor niemals an ohne angeschlossene Batterie. Wenn ihr keine Last habt auf der Lichtmaschine und auf dem Gleichrichter, lauft ihr Gefahr, dass euch eins dieser Teile kaputt geht. Also die Lichtmaschine wahrscheinlich nicht, aber der Gleichrichter schon. Das heißt, ich stehe jetzt gerade hier oben und schraube mir eine Batterie an. Gleich stellen wir die Kamera auch mal um, weil das bringt so nämlich überhaupt gar nichts. Dann versuchen wir den Hobel mal anzulassen. Aber vorher mache ich die Bakterie hier noch gerade dran. Und dann ändern wir das Kamerabild und gucken, was hier passiert. So, mache ich aus einem anderen Blickwinkel. Svende, ich glaube, du hältst am besten mal das Licht fest, oder? Komm, ich halte mal das Licht. Halt mal das Licht fest. Uns fehlen ja immer noch die Schrauben. Ich habe keine, die so lang sind, blöderweise. Muss ich mal besorgen. So, dann gucken wir mal, was passiert. Das gehört auch mittlerweile dazu. Das muss so. Das muss so, ne? Das ist schon der Style dieses Rollers. Das funktioniert auch. Leuchtet es denn? Ja. Stark. So, ich mach mal an hier, ob Sprit kommt. Ja, Sprit kommt satt. Das ist schon mal super hier. Nur anspringen will er noch nicht. Mal gucken. Geben wir mal ein bisschen Gas dabei. Ja. Also eigentlich ist hier alles dran, was dran sein muss. Zündkerzenkabel hatten wir gar nicht abgenommen. Sprit kommt satt, hatte ich ja gerade gesagt. Mhm. Der Choke ist drin. Wir orgeln einfach noch mal ein bisschen. Da muss ja irgendwann mal klappen hier, ne? Oder Svende, das ist das Problem, was wir hatten. Hä? Wir machen mal die Zündkerze raus und gucken mal, ob sie nass ist. Das würde mich ja jetzt interessieren, ne? Also nach so einer Behandlung, nach so einer Wohlfühlbehandlung, hätte ich jetzt eigentlich erwartet. Ich war frohen Mutes, dass der Roller jetzt direkt sagt, ja wollo, geht los. Aber er will noch nicht. Das heißt, wir machen uns mal die Kerze raus und gucken sie mal an. Klön. Oder habe ich irgendwas vergessen hier? Was soll ich vergessen haben? Dann müsste es ja da auf der Bank liegen. Ja, es sind nur Schrauben von der Verkleidung. Ja, eben. Dann. Choke habe ich angeschlossen. Ja, selbst wenn, egal. Hä? Also erstmal ohne Flachs, ne?
Also die Kerze ist trocken. Ich verstehe das nicht. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir sprühen jetzt mal ein bisschen Bremsenreiniger in den Brennraum rein. Bremsenreiniger hat denselben Effekt wie Sprit. Das heißt, der kommt jetzt einfach da rein. Dann machen wir uns die Kerze wieder rein. Festdrehen. Nicht zu fest, ne? Wie bei allem. Cap schon wieder drauf. Und noch eins. Jetzt ist er an. Die Frage ist, wie lange er anbleibt. Das testen wir jetzt einfach mal. Also im Spritschlauch steht Sprit satt drin, ne? Der ist komplett voll. Ist nicht mal mehr eine Luftblase drin, genau. So, der Stanggas ist immer noch zu hoch, ne? Das heißt, wir drehen die Schraube jetzt noch ein bisschen runter hier. Raus, wir drehen die Schraube raus. Das Rad darf sich eigentlich nicht mehr drehen, ne? Aha. Ah, das war ein bisschen weit, ne? Das war ein bisschen zu weit. Noch ein bisschen raus. Der Motor läuft sehr unrund jetzt hier in diesem niedrigen Drehzahlbereich. Ich weiß nicht, warum das so ist. Mit dem Antrieb, das gefällt mir irgendwie nicht. Ne? Also eigentlich müsste das Rad hier stillstehen. Das tut es hier nicht. Das muss irgendwas mit dem Standgas selber zu tun haben, weil wir haben ja noch die Standgas-Gemischschraube. Das lese ich mir jetzt mal durch, wie das funktioniert, und dann probieren wir das nochmal aus. Weil da können wir auch noch was tunen. So. Wir bauen den einmal jetzt wieder zusammen. Was wir eben noch festgestellt haben, wir haben nochmal die Vario aufgemacht und haben gesehen, beziehungsweise haben festgestellt, dass sich das Hinterrad auch bei der Leerlaufumdrehung quasi mitdreht, was natürlich nicht so sein soll. Ich halte es immer so fest, du kannst jetzt das Teil bei dir wieder dran machen. Wir haben festgestellt, dass sich die Vario mitdreht, das Hinterrad mitdreht, obwohl wir Leerlaufdrehzahl haben. Das soll natürlich so nicht sein. Ich habe ein bisschen gegoogelt und eigentlich ist die Kupplung ja dafür zuständig, das so zu machen, dass das Hinterrad eben nicht dreht bei Leerlaufdrehzahl, dass die Kupplung eben noch nicht einkuppelt. Und ja, was hilft der Kupplung dabei, das so zu machen? Das ist quasi die Gegendruckfeder und die Kupplungsfedern quasi, ne? Und deswegen habe ich irgendwie die Befürchtung, dass eins von beidem irgendwie kaputt ist. Ich mache mir jetzt nicht so gut die großen Gedanken darüber, weil wenn man das Hinterrad festhält,
dreht der Motor genauso, ja, kraftvoll, sage ich jetzt mal, weiter wie vorher. Und ja, deswegen lassen wir das jetzt erstmal so, auch wenn es so nicht gehört, weil wir müssen die Kupplung dafür aufmachen. Es ist jetzt schon ziemlich spät, also sehr, sehr spät, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen lassen wir das jetzt erstmal so, wie es ist. Und schrauben den jetzt mal zusammen und ich habe die Hoffnung, dass wenn Svenne gleich mal eine Probefahrt gemacht hat, sie dann sagt, so ja, läuft, alles okay. Und wir werden den gleich hier auch nochmal auf der Bühne kurz anlassen müssen, um das Standgas nochmal zu checken, weil der Choke ist wahrscheinlich jetzt gleich schon wieder komplett reingefahren. Hast du schon alle Schrauben, Svenne, bei dir? Nee, ich brauche. Du brauchst was? Das Gerät, was du machst. Der Gerät? Der Gerät. Das, der Gerät. Danke, der Gerät. Danke hier für der Gerät. So, den Bremsenreiniger brauchen wir auch nicht mehr. Also wie gesagt, da scheint noch irgendwas mit dem Endantrieb nicht zu stimmen, was natürlich nicht damit zusammenhängt, dass der Motor ab und zu mal ausgeht. Ich sage, es ist hier Svendes Wunderkiste. Ich weiß immer noch nicht genau, woran das lag, dass die Kerze eben trocken war. Er hat sich ja eben auch nur nach dem Zusammenbau wieder mit Vergaserreiniger dazu überhaupt überreden lassen, anzuspringen, was ich ja schon mal nicht so cool fand, weil normal sollte das auch so funktionieren. Es hat auch nicht funktioniert, wie es sollte. Dann lief er aber ruhig weiter. Aber das Standgas einzustellen war jetzt auch nicht so die Bombengeschichte. Ich habe dann nochmal versucht, die Leerlauf-Gemischschraube einzustellen. Die ist hier bei dem Modell 2,5 Umdrehungen ja, raus. Das heißt, ihr dreht die komplett rein. Die befindet sich an der Seite des Vergasers. Ich müsste irgendwann mal ein Foto davon machen. Was suchst du? Fehlen noch Schrauben. Die hintere. Wahrscheinlich ist irgendwann mal eine von der Bühne gefallen oder so, ne? Keine Ahnung. Ich bin jetzt halt hier überhaupt gerade so gar nicht. Wie nennt man das? Frauen können das doch, ne? Multitasking-fähig, ja. Wenn ich schraube, fällt mir es ja gerade schwer, irgendwie so ein vermeintlich komplexes Problem zu analysieren. Nein, das hat natürlich jetzt nichts damit zu tun, dass der Motor irgendwann ausgeht und nie wieder angeht. Ne? Sondern das hat was damit zu tun, dass die Kupplung einfach ja, nicht so trennt, wie sie trennen sollte, weil in der Leerlaufdrehzahl sollte sie das eigentlich tun. Hast du die letzte Schraube gefunden? Ja, die ist jetzt in der anderen vorne drin. Warte mal. So, hier nochmal gucken, dass das hier auch ordentlich sitzt mit dem Rücklicht. Scheint aber auch richtig zu. Warte mal, doch. Doch, ist okay. Und da müssen wir auf jeden Fall nochmal ran, weil das nicht so ist, wie es sein soll. So, jetzt haben wir noch die geschlitzte Schraube, die wollen wir nicht mehr haben. Was haben wir hier noch? Du hast die hier noch, ne? Das ist die hintere, glaube ich, ne? Ja, aber die ist schon drin. Die ist schon drin? Ja. Oha. Dann, was haben wir denn? Das ist wahrscheinlich eine von dem grauen, von der grauen Verkleidung. Nee, da haben wir gar keine gehabt. Als ich dir heute die Pannenhilfe gegeben habe, habe ich nur die im Helmfach losgemacht. Du erinnerst dich? Ja, dann haben wir eine zu viel. Nein, ich weiß es hier. Batteriedeckel, richtig. Genau, der liegt nämlich noch da. So, jetzt haben wir hier hinten noch die Geschichte mit dem großen Abstandhalter. Ja, schwierig sowas, ne? Also, dass man da mal irgendwie weiß, was Phase ist. Ich weiß es noch nicht. Wo ist denn hier der Innenbus? Da ist er. So. Ich weiß es noch nicht. Aber der Motor läuft eigentlich gut. Das ist erstmal die Hauptsache. So, jetzt haben wir hier noch eine Schraube. Und das ist die, die wir für das Plastikteil am Beinschild hier brauchen. Greift das? Ja. Ja, ne? Sehr gut. So, dann haben wir jetzt hier noch das letzte Teil. Bank ein bisschen runter, Bank wieder hoch, beziehungsweise, ne Moment, setzt es euch unten zuerst ein. So, dann klappt es hier automatisch rein. Bei Svenne waren ja keine Schrauben drin, das heißt, wir machen auch keine mehr rein. Achtet darauf, dass es hier quasi in der roten Geschichte hier richtig sitzt, also in der Backenverkleidung. Tut's das bei dir? Ja, ne? Ja, passt. Super! So, das heißt, wir machen hier mal den Laden zu, weil das können wir machen. Alles ist ja zusammen.
dann lassen wir die Bühne mal runter und Svende macht mal eine Probefahrt und danach sage ich euch mal, wie das so war. So, wieso hängen jetzt hier Starthilfekabel dran? Ja, weil ich zu blöd war, die Batterie richtig dran zu machen, scheinbar. Ja, plus, minus, minus, plus. Svende war's. Ja, Svende war's nicht. Svende kommt wieder und sagt so, hey, die Blinker gehen nicht. Und ich so, hä? Ja, lass mal die Batterie irgendwie abmachen, gucken. Und dann so, ja, falsch rum dran. Egal. Batterie lädt jetzt noch ein bisschen auf. Svendes Freund bringt Svende eine schöne Jacke vorbei, damit sie nach Hause cruisen kann. Wir können ja auch einen Kickstarter anmachen. Hoffen, dass die Fahrt nach Hause dann die Batterie so weit auflädt, dass sie dann das nächste Mal den E-Starter wieder benutzen kann. Und ja, wir müssen das Problem mit der Kupplung lösen. Ne? Weil selbst im Standgas dreht sich das Hinterrad ja mit, haben wir ja gesehen. Und das soll so nicht sein. Das könnte an zu leichten Variomatikrollen liegen. Die gleichen Variomatikrollen hatte ich in meiner Sphäre aber auch drin. Und da hat das funktioniert. Deswegen glaube ich nicht, dass das das Problem ist, sondern ich glaube wirklich, dass es an den Kupplungsfedern liegt, die entweder ausgelutscht sind oder dass die Gegendruckfeder irgendwie gebrochen ist oder was weiß ich. Das heißt, wir müssen den Kupplungskorb sowieso irgendwann mal aufmachen und schauen, dass wir da ja, den Fehler finden. Weil mitdrehendes Hinterrad ist einfach aus Sicherheitsgründen auch nicht so cool. Und an der Ampel dreht der Motor und der Riemen natürlich dann auch gegen die Kupplung, weil die Kupplung dann schon eingekuppelt ist. Und der Riemen dann auch schneller verschleißt. Und das soll natürlich so nicht sein, sondern es soll sich hinten quasi die Kupplungsglocke frei mitdrehen, damit da eben nicht schneller verschleißt und der Riemen dann nicht einfach drüber rutscht, weil das Hinterrad logischerweise eine Ampel blockiert. Und das müssen wir machen. Ja, keine Ahnung. Was haben wir sonst noch gemacht? Nix. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wir haben den Motor mit Starthilfespray, also Bremsenreiniger, gestartet, danach lief er. Läuft ein bisschen unrund im Stand. Ich habe die Standgasschraube auch nochmal komplett reingedreht, nochmal 2,5 Umdrehungen raus, so wie das sein soll. Ja, läuft. Ne? Also läuft, aber der Hinterrad dreht mit. Das ist die Kupplungsgeschichte, müssen wir noch machen. Und jetzt haben wir 11. Ja, ich habe morgen frei. Du auch? Ja. Stark. Ja. Sehr gut. Ja, war irgendwie ein erlebnisreicher Abend hier mit dreimal zusammen und dreimal wieder auseinanderbauen irgendwie. Und ja, wer sich das mal angucken will, kann das hiermit machen. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal bei Betreute Schrauben. Und vielleicht habe ich irgendwo mal eine Lösung für die Sphäre, weil sonst ist sie ja im Top-Zustand. Und wenn wir das letzte Problem noch gefunden haben, dann denke ich mal, ist sie fit für den nächsten, keine Ahnung, 20.000 Kilometer oder was, ne? Hoffe ich jedenfalls, weil ich will nicht, dass Svende sie irgendwann mal wie die Flinte ins Korn wirft, sondern dass sie die behält. Weil das einfach ein Moped ist, wo man super gut dran schrauben kann. Da ist auch nichts dran verbastelt. Wir müssen einfach nur einen Fehler finden. Ich hoffe, das tun wir irgendwann mal. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Anschauen des Videos und bis zum nächsten Mal.